Wir haben Ton hier und die Aufgabe wird sein, aus diesen drei Tonkugeln, die passen so mir in die Hand, ein kleines Haus zu bauen. Und die ganze Arbeitsanleitung lautet auch nur, bau ein kleines Haus. Als ersten Arbeitsschritt nehmen wir diese drei Tonkugeln, das ist ja nur das Maß, in kleine Stücke auseinander und legen da diese Tonstücke neben unserer Arbeitsfläche auf einen lockeren Haufen. Die Aufgabe ist, dass man aus dieser Tonmenge das Haus baut. Diese Tonmenge soll also verbraucht werden und sollte jemand noch ein bisschen mehr brauchen, dann können wir noch was holen. Man muss ein bisschen darauf achten, wie stark sind die Mauern. Die müssen in einem guten Verhältnis zu der Größe des Hauses sein. Und man muss auch darauf achten, dass diese Mauern noch in der Lage sind, vielleicht doch auch ein Dach zu tragen. Das Interessante ist, dass auch Menschen, die niemals in ihrem Leben anders als in einem Hochhaus gelebt haben, ein so kleines individuelles Haus bauen. Und das liegt daran, dass diese Aufgabe etwas in uns wachruft, was zu uns gehört. Das heißt, das sind alles Häuser, die Selbstrepräsentanzen sind, so nennen wir das in der Kunsttherapie. Das heißt, wir drücken aus mit dieser Arbeit, wie es uns in unserem Körper, mit unserer Seele und mit unserem Geist auch ein Stück weit geht. Besonders geeignet ist diese Übung für Menschen, die durch irgendwelche Umstände ihr Zuhause verloren haben. Das kann neben etwas Dramatischem wie einem Erdbeben oder durch Krieg auch eine Scheidung der Eltern sein. Auch dann verlieren die Kinder ihr angestammtes Zuhause und auch dann ist es eine Hilfe für sie, wenn sie sich selber wieder sozusagen ihr Nest bauen können. Wenn das Haus einmal gebaut ist, dann ist der nächste Schritt, dass das Haus tatsächlich auch innerlich ein Stück weit bezogen ist. Und das können wir machen, indem wir durch die Tür, je nachdem wie groß diese Tür ist, ein kleines Teelicht reinstellen und das Licht anzünden. In dem Augenblick bezieht der Gestalter diesen Raum innerlich und seelisch. Kinder, die solche Häuser bauen, nehmen die Häuser sehr gerne mit. Das heißt, man muss damit rechnen, dass man diesen Ton als Anleiter verliert, in Anführungsstrichen. Aber die Häuser werden sehr geliebt zum Einschlafen, mit dem Teelicht benutzt oder als Puppenhaus, als kleine Häuschen für Tiere. Das heißt, dieses Thema des Zuhauses wird damit in den Alltag, in das Spiel und in die Gedanken und Gefühle mit einbezogen. Und das ist die therapeutische Wirkung auch dieser Übung.